Neunter Spieltag der Regionalliga Nordost. Lichtenberg 47 trifft auf den SV Babelsberg. Die Filmstädter quasi gleichwertig in dieser Saison zu den Berlinern. Nur einen Punkt mehr haben die Gäste in den dunkelblauen Trikots von links nach rechts gesammelt. Und sie haben auch die erste Chance der Partie. Freistoß von linker Halbposition. Flanke gut verlängert. Und Wilton per Kopf ins Tor. Zählt aber nicht. Der Linksverteidiger Lukas Wilton stand im Abseits. Bei Lichtenberg musste nach 15 Minuten Nils Fiegen verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Er ja einer der Ex-Babelsberg-Spieler. Rausch dann mit der ersten Chance für die Gastgeber nach 27 Minuten. Das Team von Uwe Lehmann kam nicht wirklich in diese Partie. Babelsberg immer wieder mit gefährlichen Diagonalbällen. Rangelow. Dombrova! Hollwitz kratzt von der Linie, der Treffer zählt nicht. Die Abwehr der Berliner in dieser Phase der Partie oft auf die Probe gestellt. Auch wieder durch Bogdan Rangelow. Setzt sich sehr stark durch, der Abschluss aber schmeichelhaft für Wollert. Glück noch vor der Pause. In der Halbzeit natürlich die Frage für Uwe Lehmann, wie er auf das Gespielte reagiert. Die Babelsberger zwar mit keinem Tor, aber den deutlich besseren Chancen. Nach 54 Minuten dann die Lichtenberger mal über einen Standard. Chefsache für Garve. Und Ovčarek aus der Distanz immerhin etwas Zug zum Tor in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit. Dennoch, die Babelsberger, die nur mit 4 Ersatzspielern angereist sind, kombinieren klasse. Wieder ist es Dombrova mit dem Versuch. Der hätte gut und gerne auch das Tor treffen können. Abwurf Gladro auf Wilton. Der fällt hin im Zweikampf gegen Rausch. Kein Foulspiel, sagt der Schiedsrichter. Und Garve! Super Tor zum 1:0. Christian Garve per Kopf. 1,81 ist er groß, aber wenn die Flanke so perfekt zugeschnitten kommt, natürlich kein Problem für Christian Garve, sein dritter Saisontreffer. Aber was für eine klasse Vorarbeit von Marcel Rausch. Die hat er mal perfekt erwischt, aufmerksam gegen Wilton und sorgt auf einmal dafür, dass die Lichtenberger viel besser in Schwung kommen. Hofmann auf Graf, klasse durchgesetzt. Viel Tempo von Hannes Graf. 2:0. 950 Zuschauer jubeln mit Hannes Graf. Das hat er klasse gemacht. Eine individuelle Einzelleistung, die Lichtenberg hier den Deckel drauf machen lässt. Und auch Ali Sinan, der ausgewechselt wurde vorher, kommt nochmal zum Jubeln. Babelsberg jetzt komplett über den Haufen geworfen. Einsiedel schnappt sich die Kugel. Grüneberg eingewechselt, fast mit dem Treffer. Eifler und nochmal Garve. 3:0. Es ist ein Fußballfest, das die Berliner heute abfeiern. Trotz schlechter erster Halbzeit brilliert in der zweiten effektiv und damit ein ganzes Publikum zum Jubeln gebracht. Vierter Saisontreffer also für Christian Garve, der damit den Endstand besiegelt. Lichtenberg 47 trennt sich mit dem SV Babelsberg 3:0. Die nächste Aufgabe für Lichtenberg heißt Tennis Borussia.